So, jetzt mache ich ein bisschen Nahaufnahme, dann sieht man es vielleicht besser, weil vielleicht war es vorhin nicht so gut. Also die 6,54 habe ich ja schon gemacht, das ist Playlist Nummer 14. Jetzt mache ich 6,55 anklicken. Video bearbeiten. Das ist, wenn man halt Clips hat. Ne? Hier ist mein oberer Titel, was ich will. Die Playlist habe ich reingetan, weil man braucht ja bloß das kopieren und reintun, aber nicht überall. Zum Beispiel diese Playlists, also hier, ich habe sie ja überall reingeschrieben, also die modernen, jetzt habe ich ja schon 17, dann wäre es schön, dass die anfänglichen Playlists, die ich gemacht habe, in der Playlist Nummer 1, ne, da war ja erst Staffel 1, dann 2, 3, das hat sich ja gesammelt. Aber jetzt, wo ich das habe in 17, schon 17 Stück, finde ich, dass das automatisch über alle übertragen werden sollten. Nicht nur für diese Playlist, zum Beispiel Nummer 17, ne? Das müsstet ihr ändern, wenn ihr das Klassik behalten würdet, nicht wahr? Ja, gut, jetzt habe ich das da hier gemacht. Hier habe ich nichts gespeichert. Gut, Creator Studio unten links ausmachen, sonstiges anklicken, weil ich das nicht haben will. Und jetzt kommt erst einmal schon diese blöde Werbung. Na gut, das ist schon Panik, wenn ich sowas sehe. Das muss ich nicht sehen. Oben den Abspann anklicken. Yep. Hab nicht dieses Hightech Programm, wo die anderen haben. Das kostet so 300 oder 600 Euro, nicht wahr? Dass man das so schön zeigen kann. Also man zeigt es wie billig wie möglich. Gut. Vorlage, einfach das anklicken, auswählen. Dann mache ich hier so Playliste, hier Playliste anklicken und hier unten einfach rechte Maustaste einfügen und auf Speichern. Dann ist sie drin. Kann ich das verschieben? Schauen wir mal hier oben links an bei Vorschau. Dann läuft es, dann sehe ich hier bei Action, okay, das stört ein bisschen. Schauen wir mal, wie weit das Ganze stört. Ja, das stört ein bisschen mehr. Dann machen wir das vielleicht so. Und den tue ich vielleicht da drüben hin oder da oben hin. Und schauen wir mal nochmal neue Playlist hier. Da ist es. Shabaduwa. Sieht gut aus. Und so die letzten Sekunden da, also dann ist es eigentlich egal, wo was ist. Dann mache ich einfach abspeichern. Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba. Änderung abgespeichert. Gut, dann oben wieder anklicken, einfügen, Eingabe. Und ich bin wieder im Reis. Ba-ba-da-ba-ba. Gut. Und die nächste ist halt die 656. Und das war's. Ba-ba-da.